Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir hören das Evangelium für den heutigen Himmelfahrtstag. Es steht bei Lukas im 24. Kapitel. Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Ehre sei dir, Herr, Lob sei dir, Christus. Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben und sprechen: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören auf den Predigttext für den Himmelfahrtstag. Er steht bei Johannes im 17. Kapitel, die Verse 20 bis 23. Jesus betet: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Darum bitten wir dich, unser Gott, dass dein Wort ein Segen sei in unseren Herzen und in unserem Leben. Amen. Liebe Gemeinde, heute hören wir, wie Jesus für uns betet. Wir sind ja sonst an Himmelfahrt eher so an Auffahrtsgeschichten gewöhnt. Heute also etwas ganz anderes. Er betet für uns Christen als seine Kirche. Ein besonderes Gebet ist das. Nur Jesus kann so beten. Wir können es nicht nachsprechen, denn er betet für uns. Und es geht in diesem Gebet nicht nur um uns, sondern auch um seine ganz enge Beziehung zum Vater. Aber wir können nachdenken über dieses Gebet und überlegen, was Jesus vom Vater für uns erbittet, was das für uns bedeuten mag. Manche sagen, dieses Gebet ist ein Vermächtnis. Es drückt das aus, was wir nach seinem Willen tun sollen. Klar, wir sollten uns darum bemühen. Wenn Jesus etwas betet, ist sicher etwas Grundlegendes und Wichtiges damit gesagt und ausgedrückt. Und doch, wir haben ganz schnell die Ahnung, dass uns das, was er sagt, auch überfordern wird. Wir werden es nicht schaffen. Vergessen wir darum nicht, es ist ein Gebet. Und ein Gebet ist kein Auftrag für die, die zuhören und die mithören. In seinem Gebet wendet sich Jesus, der Sohn, an den Vater im Himmel. Und er weiß, dass der Vater ihm gibt, worum er ihn bittet. Und dass er uns gibt, was wir brauchen. Dieses Gebet ist nicht leicht zu verstehen. Einer hat es so beschrieben: Wichtige Themen werden spiralförmig wiederholt und weitergeführt. Ja, das habt ihr gehört. Es kommt immer wieder die Einheit und wird Thema. Und es geht wieder weiter dann mit ihr. Ich denke,
Es hat etwas von der Komplexität, von der Schwierigkeit, die DNA zu verstehen. Es ist auch so eine Spirale, die sich weiterdreht. Und da steckt so viel Information drin. Lebenswichtige Information, möchte ich sagen. Es ist eine Grundlage für das Leben von Menschen und Tieren in dieser DNA. Und vielleicht ist das, was Jesus da sagt, für uns auch so eine DNA für das Leben der Christen als Kirche. Ich möchte drei wichtige Bausteine nennen. Alles fängt mit dem Wort an. In der Bibel, denn am Anfang hat Gott die Welt mit seinem mächtigen Wort geschaffen und bei Johannes ja so und so. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, fängt sein Evangelium an. Jesus Christus ist das Wort, durch das sich der unsichtbare Gott uns Menschen mitteilt. Die Jünger erzählen davon, wer dieser Jesus Christus ist, was er getan hat, wie er den Vater im Himmel beschreibt. Und durch ihr Wort werden Menschen an Jesus glauben. So kommt der Glaube über die Jahrtausende zu uns. Es geht nicht um Zugehörigkeit durch Geburt oder durch Registrierung. Zu Jesus Christus finden Menschen durch Hören, durch Erkennen und durch Glauben. Und sofort merken wir, das ist in unsere Hände gelegt, dieses Wort weiterzugeben, und doch steht es gar nicht in unserer Macht, dass Menschen an Jesus Christus glauben, ihn erkennen, wer er ist. Aber wir dürfen Gott darum bitten, dass es geschieht, und erwarten, dass sein Geist das Herz der Menschen für ihn öffnet. Die besondere Einheit von Vater und Sohn. Das ist der zweite Baustein. Jesus lebt in einer unzertrennlichen Einheit mit dem Vater im Himmel. Worin besteht dieses Einssein von Vater und Sohn? Es besteht in einer tiefen Herzens- und Gebetsbeziehung. So tut Jesus, was dem Vater gefällt, und der Vater tut, worum der Sohn ihn bittet. Es ist ein Miteinander und ein Füreinander. Und der Schlüssel für diese Einheit ist die Liebe. Jesus will, dass wir mit hineingenommen werden in diese Einheit der Liebe mit Gott. Und darüber hinaus, dass die Einheit mit Jesus uns zur Einheit in Liebe miteinander formt. Das ist es, was die Sünde uns nimmt und Jesus uns wieder schenkt, die enge Verbundenheit mit Gott. Aus ihr können wir Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieben und unsere Nächsten wie uns selbst. Was uns angeht, ist diese Einheit zerbrechlich. Aber Jesus erneuert unsere Verbindung mit ihm gerne. Darum dürfen wir bitten und es von Jesus erwarten und im festen Vertrauen darauf leben. Er schenkt diese Einheit neu. Die Herrlichkeit von Jesus ist der dritte Baustein, den ich Ihnen sagen möchte. Die Herrlichkeit von Jesus. Er sagt, du hast mir die Herrlichkeit gegeben, Vater, und ich habe sie meinen Jüngern weitergegeben. Heute stehen wir hier draußen und natürlich ahnen wir auch in der Schöpfung etwas von der Herrlichkeit unseres Gottes. Wenn wir in die Kirche hineingehen, dann sehen wir dort oft Dinge voller Gold, voller Glanz, Licht und Weite und Größe, wollen unsere Augen öffnen für die Herrlichkeit, die Gott in Jesus auf diese Welt gebracht hat. Das erinnert auch immer ein Stück weit an das alte Heiligtum in der Wüste und den Tempel, der ihm gefolgt ist. Aber all dieser Glanz ist nicht das Eigentliche. Es ist nur ein Hinweis auf die Herrlichkeit von Jesus. Also, welche Herrlichkeit hat denn dieser Jesus dann? Es war ja sicher nicht Gold und Macht, was wir uns so unter Herrlichkeit vorstellen. Es war, dass dieser Gott in Jesus nahbar wurde. Er kam uns so nahe. Als Mensch ist er geboren. Er hat die Geknickten und Zerschlagenen aufgerichtet und getröstet. Er hat ihnen einen Gott gezeigt, der sie liebt und voller Sehnsucht auf sie wartet, dass sie zurückkommen in diese Verbindung und Einheit mit ihm.
Jesus hat wie ein Arzt zerbrochene Leben geheilt und Menschen aus Finsternis und auch aus Verlorenheit befreit. Er hat sich nicht zum Herrscher gemacht und die Macht von oben ausgefahren. Ganz unten war er zu finden. Zum Diener ist er geworden für die, denen keiner mehr helfen konnte und helfen wollte. Seine Hingabe leuchtet wie ein strahlendes Licht. Die Menschen, die ihm begegnet sind, haben es darum gewagt, Jesus zu vertrauen. Und wenn ihnen doch der Mut gefehlt hat, so wie zum Beispiel dem Petrus nach dem Fischzug, als er auf die Knie fiel und gesagt hat, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wie hat Jesus da reagiert? Er hat ihn ermutigt, er hat ihn eingeladen, er hat ihn beauftragt und befähigt. Jesus gibt uns seine Herrlichkeit, heißt die Herrlichkeit, vertrauenswürdig zu sein, für andere da zu sein, sich für andere hinzugeben, in Hingabe für andere zu leben. Und da kann so viel geschehen. Und liebe Gemeinde, wenn Sie einmal vor Ihrem inneren Auge das betrachten, was durch die Hingabe Jesus und die Hingabe der Menschen, die ihm gefolgt sind, in diese Welt gekommen ist, dann spüren Sie etwas von der Herrlichkeit, die Jesus Christus in diese Welt gebracht hat. So viel kann geschehen. Wenn wir anderen von Jesus erzählen, dann haben sie die Möglichkeit, ihn zu erkennen. Aus der starken Einheit mit Jesus wächst gelebte Nächstenliebe. So vieles wird möglich, was wir für unmöglich hielten. In der Hingabe für andere strahlt die Herrlichkeit Gottes in uns auf. Wir wissen, dass wir Menschen nicht vollkommen sind. Wir sind begrenzt und schwach. Dreimal hören Sie es jetzt. Das ist das dritte Mal. Und doch gilt auch diesmal. Wir wissen auch, dass Jesus für uns betet und dass der Vater im Himmel sein Gebet erhört. Und über unser Bitten und Verstehen, über unser Tun und Fehlen hinaus ist es seine Gabe, mit der er uns beschenkt und erfüllt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Jesus, du bist vom Vater gesandt. Wir danken dir, dass du für uns betest. Schenke uns, dass wir dich bezeugen als das Wort des Lebens und der Hoffnung, als den, der uns zur Erkenntnis der Wahrheit des einen Gottes leitet. Sprich uns frei von allem, was uns von dir und deiner Wahrheit zurückhält. Sprich uns frei von allem, das wir mit uns schleppen, das uns zu müde macht, dir zu folgen und auf dich zu hören. Wir wollen in einer so engen Einheit und Verbindung mit dir leben, wie du mit dem Vater. Darum halte uns bei dir. Ziehe uns immer wieder in deine gute Gemeinschaft. Wir wollen deinem guten Bild nachleben, auch im Zusammenleben hier und mit den Menschen an diesem Ort und in dieser Gemeinde. Lass uns aus der Verbindung mit dir zu verbindlichen Menschen werden, die die Einheit in dir lieben und fördern. Jesus, du hast herrliche Wunder vollbracht. Du bist uns Menschen nahe gekommen und uns zum Heiland geworden. Du befreist uns von allem, was unser Leben belastet. Du gibst unserem Leben Hoffnung und Zukunft. Deine Hingabe für uns ist größer als strahlender Reichtum und glänzende Macht. Du sollst der sein, der uns leitet und führt. Mach uns fähig zur Hingabe für dich und die Menschen. Wir wollen für die Menschen beten, für die, die politische Verantwortung tragen, für unsere Stadt, für unser Land und die Welt. Gib, dass Weisheit und guter Rat ihre Entscheidungen führen und leiten. Bewahre uns vor Unrecht und Unterdrückung, vor Krieg und Terror. Lass dein Handeln und deine Liebe uns formen für ein gutes Miteinander. Sei bei denen, die leiden, die einsam sind oder krank, die dringend Hilfe brauchen. Bewahre die Sorglosen und auch die, die voller Sorgen und Ängste sind. Unsere Forscher und Ärzte, alle, die pflegen und medizinisch tätig sind, alle, die sich für andere einsetzen, befehlen wir deinem Schutz an. Segne sie für das Gute, das sie tun. Amen.
Gemeinsam beten wir, wie unser Herr es uns gelehrt hat, und sprechen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.